dieses altehrwürdige Landgestüt, was seit 400 Jahren besteht, was keinem was getan hat und nur Traditionen weiterführt. Also ich finde das unverschämt, dass das, und vor allen Dingen der Grund, der vorgeschoben wird, Tierschutz, dann sollten Sie sich mal die ganzen Tiertransporte von Polen nach Frankreich, die Pferdetransporte oder sowas vornehmen oder die kleinen Reitställe. Wir hatten auch mal Pferde, also bei uns, deshalb sind wir auch so interessiert. Also das ist, ich habe nur ein Wort, unverschämt. Unverschämt anmaßend, dass das geschlossen werden soll. Wir können alle nicht verstehen, dass das jetzt ad hoc über die Bühne soll und dass sich da der Herr Reif noch mit unserem Bürgermeister streitet, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Der Herr Reif, der könnte sich als Träger zur Verfügung stellen, um unseren Bürgermeister hier durch die Stadt zu tragen in der Sänfte. Dafür wäre ich schon dafür, aber den sieht man ja hier nicht. Steht alles unter Denkmalschutz. Was soll hier werden? Hier kriegt man doch schon gleich einen bitteren Beigeschmack. Und wenn hier sowas ruchbar wird. Es hat noch bis jetzt noch keiner gesagt, was hier werden soll. Es muss nur erstmal dicht, aus fadenscheinigen Gründen, dass den Pferden nicht gut geht. Dann müssten sie alle Hühnerställe zumachen. Das steht ja noch in Sternen. Das kam ja auch bei der Diskussion zwischen Bürgermeister und dem Herrn Reif nicht raus, wer jetzt der Initiator ist. Da haben sich ja alle bedeckt gehalten, weil sie Angst haben, jetzt vor dem Wahlkampf könnte ihnen etwas ruchbar werden. Das Gefühl habe ich nicht nur alleine. Ich finde das nicht schön, dass das Gestüt geschlossen wird. Ich wohne jetzt mein Leben lang, halt 26 Jahre wohne ich hier in Dillenburg, und das Gestüt gehört halt dazu. Und Dillenburg hat so schon nicht wirklich was. Und das ist das Einzige, wo noch Leute herkommen, und die Hengstparade und alles, das muss eigentlich bleiben. Die ganzen Veranstaltungen, Einspännerturnier, Hengstparade und überhaupt das Ganze, das gehört ganz einfach zu Dillenburg. Was hat Dillenburg denn sonst noch? Ein Wilhelmsturm? Ja, und dann hört es schon auf. Ne? Und hier, das ist wirklich für die Jugend auch, was die Reitschule, die hier ist, die Fahrschule, da ist doch sehr wichtig, denke ich. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Jugendlichen als mehr nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Ich denke mal, es ist hauptsächlich finanziell vorgeschoben, wird die Haltung der Tiere. Und ich denke, in manchen Privatstall werden Pferde weniger bewegt wie hier. Da kommt der Reiter vielleicht einmal eine Stunde am Tag und bewegt das Pferd, und sonst steht das nur in der Box, und die sind ja doch permanent dran. Die können auch in die Paddocks laufen. Also ich denke, das mit der Haltung, das ist nur vorgeschoben. Diesen Platz, toll, was kann man da alles machen? Was kann man da Wohnhäuser draufbauen? Ja, so sehe ich das. Ne? Also ich denke, mit der Haltung, das ist nur vorgeschoben. Sehr aktiv sind wir. Ich war heute Morgen auch sogar mit meiner Stute Tingeling hier zum Decken. Und ja, wir finden es schade, und wir möchten auch nicht das letzte Fohlen haben von Dillenburg, auch mehrere Fohlen halt. Ne? Ja, wir haben auch die Züchterei am Start halt, ne? Und sind total fasziniert auch. Wir kommen aus Nepfen halt, direkt aus dem Nebenangebiet halt. Und das ist schon eine schöne Tradition alles hier. Und mein Mann züchtet, wir sind im Turniersport halt. Und ja, ist schon schade, wenn das alles zu Ende geht. Wie gesagt, heute Morgen haben wir noch unsere Stute zum Decken gehabt hier. Okay, es sind keine Wiesen da, aber die Pferde sind Deckhengste, und die kann man nicht so halten wie andere Pferde, auf die Wiesen so lassen und. Die werden morgens rausgelassen, also in der Halle freilaufen, kommen ins Gelände und werden auch viel bewegt, und ja, und sie sind auch ausgeglichen und so. Ne? Wir haben hier eine Reit- und eine Fahrschule. Wir haben Kindergärten und Schulen hier vor Ort. Die binden das Gestüt in ihre Lehrpläne ein. Gut 50 Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-von-Oranien-Schule genießen hier Jahr für Jahr eine erstklassige reiterliche Ausbildung. Reiten ist seit jeher fest im Fächerkanon verankert der WVO. Jetzt hat die Ministerin das Pferdewohl entdeckt. Und das aufgrund von Verordnungen, die es schon seit 20 Jahren gibt. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Wir haben also nicht nur eine deutliche Unkenntnis in der Hengsthaltung. Hier liegt auch vorauseilender Gehorsam vor gegenüber bekanntermaßen mit zweifelhaften Begründungen arbeitenden tierschützerischen und tierrechtlichen Vereinigungen. Das ist mit artgerechter Tierhaltung. Ich will es nur mal nebenbei so sagen. Als Landrat haben wir ja auch ein Veterinäramt. Und hätten wir riesige Probleme, dann hätte ich das gewusst.
Also wenn meine Mitarbeiter herkommen und prüfen, ich sag mal, das Gestüt und sagen, oh, 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 dann sagen die das dem Landrat, wenn irgendwo etwas, ja, sag mal, hochkochen kann bis zu. Mir ist das nicht bekannt. Abschließend zwei Gedanken noch anschließend. Den Charakter einer Nation, eines Volkes erkennt man auch daran, wie es mit der eigenen Geschichte und der eigenen Kultur umgeht. Meine Damen und Herren, Philippsburg hat über 400 Jahre eine wichtige Rolle in der Pferdezucht, nicht nur in Hessen, gehabt. Wir haben 148 Jahre Landgestüt in Dillenburg. Und deshalb wäre eine Schließung ein kulturhistorischer Frevel, geschichtslos, schädlich für die Region. Und ein letzter Satz. Dieses Landgestüt hat den Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 überstanden, hat den Ersten Weltkrieg überstanden, hat den Zweiten Weltkrieg überstanden. Und ich gehe davon aus, dass wir auch die Regierungszeit von Priska Hinz überstehen. Meine Unterstützung haben Sie. Und ich finde es ungeheuerlich, wie die Landesregierung, und das ist halt nicht die Regierung von, das ist nicht die Regierung von Frau Hinz, sondern das ist die Regierung von Volker Bouffier, mit uns Abgeordneten umgeht. Ich habe aus der Zeitung davon erfahren, dass das Landesgestüt geschlossen werden soll. Niemand von der Landesregierung sah es auch für nur notwendig, die Abgeordneten mal zu informieren. Mit dem Auslauf vielleicht im Hofgarten, mit Weidemöglichkeiten auf dem Koppel oder an anderer Stelle, bin ich davon überzeugt, dass wir ein Konzept hinbekommen, was es uns erlaubt, auch zukünftig Pferde in Dillenburg zu halten. Das ganze Team im Rathaus arbeitet derzeit an diesen Lösungen mit Mails, mit Interviews, über die sozialen Medien, mit den Versuchen, den Kontakt zum Land herzustellen. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, wir sind am Ball, wir kämpfen für unser Geschütz. In der Region, an der Dill, gemeinsam versuchen, das wichtige Stück Identität zu bewahren. Die Tradition, die Kultur, das Gemeinsame. Und lassen Sie uns danach, wenn wir es geschafft haben, wieder in den Wettbewerb miteinander gehen. Und wir sind beides tolle Städte an Lahn und Dill. Und wir sind die schönsten im Lahn-Dill-Kreis. Und das reicht ja. Und das Gestüt, das muss bleiben. Dankeschön. Wer dort genau nachliest, der weiß, dass zwischen freier Bewegung, wie sie beispielsweise Stuten und Fohlen haben, aber im Winter auch nicht, denn wer schickt denn schon seine Stuten und Fohlen im Winter auf die Matschkoppeln oder auf den gefrorenen Boden? Und auf der anderen Seite die kontrollierte Bewegung. Die kontrollierte Bewegung, die Pferde durchreiten, fahren und die Führanlage haben. Der Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat erst in dieser Woche den Begriff Tierwohl definiert. Der ist so definiert, dass das Tierwohl gewährleistet ist, wenn ein Pferd keine Angst, kein Schmerzen und kein Stress empfinden muss. Und dass hier die Pferde in Dillenburg Angst, Stress und Schmerzen empfinden müssen, das ist doch ein Hohn. Und wenn ich dann sagen muss, Herr Rimmer, und ich sage auch Ihr Parteikollege, mal, der Herr Reif gehört ganz klar dazu, dass man ganz klar sagen muss, wenn man so mit Mitarbeitern umgeht, möchte ich nicht wissen, wie mit Menschen und Wählern umgegangen wird. Manchmal gibt es Situationen, wo ich ganz ehrlich sage, unsere mittelständigen Parteien machen es relativ einfach, die Wähler in die ganz linke und die ganz rechte Situation zu drängen, weil sie nämlich keinen Bock mehr haben, die Mitte zu wählen. Ja, wir haben im Mai davon erfahren und haben gehofft, dass dann gemeinsame Gespräche stattfinden. Wir haben im Mai davon erfahren. Ja. Und man gemeinsam Lösungen findet, und sollte diese Entscheidung nicht zurückgezogen werden, wäre es ein Riesenverlust für Dillenburg. Das sehe ich genauso wie Sie. Das sehen auch andere unserer Fraktion genauso. Mit einem Donnerhall nach Wiesbaden gehen wird. Das hoffen wir. Wir müssen in jedem Fall.
Wir müssen in jedem Fall zusammenstehen. So wie es folgt, Nanix, dem es sicherlich nicht ganz einfach gefallen ist, eben hierher zu kommen. Zusammenstehen für ganz Dillenburg. Es ist schön, dass sich auch so viele Leute dafür einsetzen, dass dieses Kulturgut einfach bleibt, dass es bestehen bleiben muss und dass nicht einfach irgendwer sagt, das wird jetzt geschlossen. Das kann nicht einfach irgendwer beschließen. Das geht nicht. Das ist Geschichte, das gehört dazu und das muss bleiben. Ich komme ja selbst aus Manderbach. Wir sind auch Pferdeleute. Wir haben auch selbst 4 Pferde bei uns stehen. Ich bin auch lange geritten. Das mit diesem Grund nach vorne zu bringen, dass die Tiere nicht ordentlich gehalten werden, das ist Schwachsinn. Also jeder, der mit Pferden zu tun hat, weiß, dass man Hengste nicht einfach durch die Gegend laufen lassen kann, wie junge Tiere, die Spaß haben und dann... Nee, das geht nicht. Das kann man einfach nicht machen, weil... Ja, da müsste man eine Mauer bauen, so ungefähr. Und im Umkreis könnte keiner mehr ordentlich Pferde halten, vor allem Stuten nicht. Das wäre nicht machbar. Hengste müssen einfach so gehalten werden, dass sie in der Box gehalten werden, mit aber auch zusätzlich ordentlichem Auslauf, aber kontrolliertem Auslauf. Und das ist wichtig. Und solange es den Pferden dabei gut geht, und es ist ein 5-Sterne-Betrieb, denen kann es ja nur gut gehen, ist alles wunderbar. Veranstaltungen, zum Beispiel das internationale Einspänner-Fahrturnier, was hier jedes Jahr stattfindet, wo Hunderte, Tausende von Leuten hierher kommen mit ihren Pferden, mit ihren Gespannen, die richtig Spaß haben. Ich bin seit vielen, vielen Jahren mit dabei in der Veranstaltung und sehe immer wieder, wie gern das angenommen wird, das Angebot. Und das jetzt einfach schließen und zu sagen, diese Veranstaltung findet in Dillenburg nicht mehr statt, wäre überregional, international ein richtiger Tiefschlag. Und ich denke, das kann man den Leuten nicht antun, zu sagen, Schluss, aus damit. Das Landgestüt gehört zu Dillenburg. Das sage ich aus vollem Herzen und es wäre bitter, wenn das nicht mehr wäre. Könnte ich nicht verstehen, kann ich nicht mitleben. Hallo, ich bin die Anke Unzeit, ich bin die Kassiererin im Pferdezucht- und Sportverein Pensionszucht Ausbildungsstadt Ballstein. Wir sind heute Abend hier, weil ich meine, dass Dillenburg das Pferdefachkompetenzzentrum ist in Mittelhessen. Das heißt, Dillenburg ist die Anlaufstelle für alle, die züchten wollen, für alle, die Pferdesport betreiben wollen, für alle Trainer, für alle Ausbildung und für alle Vereine. Hier vereint sich quasi die Kompetenz Gesamthessens und bietet einen Ansprechpartner für alle, die interessiert sind. Es ist ganz wichtig für die Erhaltung von unserem Pferdesport, dass wir weiter in Dillenburg diesen Standort erhalten können. Und der Tierschutzgedanke, ich selbst bin Tierärztin, bin hier im Gestüt tätig in der Pferdegynäkologie, also bei der Stütengynäkologie, und ich kann durchaus behaupten, nach mehreren Jahrzehnten Berufstätigkeit, dass hier kein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt. Im Gegenteil, hier wird immer wieder versucht, die Pferdehaltungsnormen einzuhalten und die Gesunderhaltung des Bestandes zu verbessern und fortzuführen.